20 von Taylor. Über Bull, über Triple 19. 76 Rest. Doppel. Jetzt kommt er mit Whitlock. Ja, die sind beide drin. Die sind tatsächlich beide drin. Jetzt kommt er mit Whitlock um die Ecke, ein bisschen Exhibition-Style. Ich werde verrückt. Das habe ich nur bei Simon Whitlock mal gesehen, dass er das so spielt. 19, Doppel 19. Das sind die schlechten Nachrichten für Lewis. Immer ist dieser zweite Dart in der Doppel 16 und Lewis steht da und sagt, das kann doch nicht wahr sein. Und das ist ja auch genau die 50%, die er in der Quote hat. Ne? Einen vorbei und den zweiten rein. Und jetzt beginnt Jamie Lewis hier mit der Triple 5, hat 35, hat 55 Punkte nur. Mm. Und jetzt ist es wirklich die Chance für Taylor, hier den Deckel draufzusetzen. Genau. Jetzt das Match komplett nach Hause zu bringen. Und dann hätte er ein 6:1 geholt. Mein Gott, wenig Kraft gelassen. Und wir hatten anfangs diese Sorge, dass das vielleicht zu intensiv sein würde für ihn. Ganz dass er zu viele Legs spielen würde. Es ging ja ein Satz nach dem anderen über diese maximale Anzahl von 5 Legs. Und Lewis mit dem Gesichtsausdruck, wie wir auch beim ersten Leg gesehen haben, ne, der verändert sich gar nicht auf der Bühne von seiner Körpersprache her. Du erkennst nicht die Freude, aber auch nicht die Enttäuschung. Pokerface. 2,67. Taylor marschiert jetzt in Richtung WM-Finale. Habt ihr gehört, was ich gesagt habe? Ja. Phil Taylor marschiert in Richtung WM-Finale. Was? Ich kann das nur unterstützen. Und er wird sich jetzt höchstwahrscheinlich in den Finish-Bereich spielen. Schöne 170 zum Abschluss, meinst du? Er geht auf 19. Ich werd weich. Das gibt es nicht. So weich. Das ist doch. Ist doch was. Bitte den Ton runterdrehen. Es kommen jetzt Dinge unter. Die sind FSK 18. Luxi runter, Shorty. Schauen wir mal, was Jamie Lewis jetzt macht. Noch ein Triple, dann hätte er einen Finish. Ja, das gelingt ihm. 152. Er kriegt auf jeden Fall die Gelegenheit, da Phil Taylor doch lieber eine Bogey-Number stehen hat. Aber bislang noch kein High-Finish für Lewis. Das sind 40, 128, 68 Rest. 152. Und nein, ich traue sie Lewis jetzt nicht zu. Zum 2:5 in den Sätzen. Ja, okay, 92 Rest. Überzeug mich. Ja, okay, Doppel 16 zum 2:5. Ah, hau ihn doch einfach rein. Das kann doch nicht wahr sein. So ein Pech, er war so gut auf der Doppel 16. Das ganze Spiel über. So ein Ärger für Lewis. Das müssten Minimum ein Matchstart sein jetzt für Taylor. Matchstart, Finale. Du kommst in das Finale. Du kommst in das Finale. So, Chance, den 123. WM-Sieg in seiner Laufbahn perfekt zu machen. Matchstart für Phil Taylor. Und der ist drin. Taylor übersteht diese Partie. Und es ist eigentlich ein Witz, dass man so formuliert bei einem 6:1 Erfolg. Aber er hat anfangs sehr, sehr kämpfen müssen. Lewis mit zu vielen kleinen Fehlerchen, die sich am Ende summiert haben. Und dann war er irgendwann einfach zu weit zurückliegend. Und jetzt wird auch The Power natürlich ihm hier, Jamie Lewis, das Dartboard schenken, auf dem nicht nur er, sondern alle Offiziellen unterschreiben. Das ist das Andenken. Neben schlappen 85.000 Pfund, die der Kerl übrigens mit nach Hause nimmt.